chronische Krankheiten, wenn das Sexleben leidet. Sexualstörung kann zum Beispiel durch Medikamente bedingt sein. Chronische Krankheiten, wenn das Sexleben leidet. Bis zu 80% aller chronisch Kranken leiden zusätzlich an Sexualfunktionsstörungen. Darauf machen österreichische Wissenschaftler aufmerksam. Oft sind Medikamente und andere Behandlungen schuld, wenn die Libido schwindet. Manchmal ist der Fall aber auch andersherum gelagert und die Sexualstörung zeigt eine ernste Krankheit an. Wenn das Sexualleben chronisch kranker Schaden nimmt, liegt das zumeist an Medikamenten, die gegen die Grunderkrankung verordnet wurden. Das berichteten Forscher von der MedUni Wien anlässlich des ersten sexualmedizinischen Kongresses, den die Universität und die Österreichische Gesellschaft für Sexualmedizin und sexuelle Gesundheit am vergangenen Wochenende abgehalten haben. Der Zusammenhang trifft den Wissenschaftlern zufolge besonders auf Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas und Arteriosklerose zu, aber auch auf Krebs. Viele Medikamente, mit denen diese und andere Erkrankungen behandelt werden, haben Nebenwirkungen, die sich auf die Libido negativ auswirken, erklärt Sexualmedizinerin Michaela Beileider von der MedUni Wien. Krankheiten, die den Spaß am Sex rauben, bisweilen können Einschränkungen der Erektionsfähigkeit oder Libidoverlust, aber auch Begleiterscheinungen der chronischen Krankheit selbst sein. Dadurch komme es selbst bei jungen Patienten und ihren Partnern oft zu einer Verschlechterung der Lebensqualität, weiß Beileider. Manchmal ist sexuelle Unlust ein Krankheitssymptom, eine vorliegende Sexualfunktionsstörung kann demnach aber auch selbst ein Anzeichen für ein zugrunde liegendes seelisches oder körperliches Leiden sein. In rund 80% dieser Fälle könnte den davon Betroffenen auf rein medizinischer Ebene geholfen werden, sagt die Expertin zum Beispiel durch